Anna gesprochen zu haben. Sie mag sich wie eine durchgedrehte Verrückte anhören, aber sie spricht die Wahrheit. Ulrich heckt definitiv etwas aus. Täglich fordern wir gewaltige Strafzölle von den Leuten. Ich kann mir denken, wo das meiste Geld verschwindet. Ulrich hält sein Quartier stets verschlossen, aber einmal konnte ich hineinlugen. Was ich dort sah, hätte er nie im Leben von einem Hauptmannssold kaufen können. Zuerst dachte ich, er käme aus einer wohlhabenden Familie. Aber viele Sachen sind erst jüngst geliefert worden. Ich würde ihn gern vor Graf Indaris zitieren, aber ich wage es nicht ohne einen Zeugen, der gegen ihn aussagt. Was ist mit Levana? Sie hatte sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Bis heute. Der Mann, den ich als Zeugen vorbringen möchte, ist Aldos Otran. Allerdings nur, wenn wir ihn für 5 Minuten nüchtern bekommen. Ich habe ihn nicht persönlich angesprochen, da Ulrich seine Augen überall hat. Euch kennt er jedoch nicht und hegt daher keinen Verdacht gegen euch. Wenn ihr helfen möchtet, dann bringt Aldos dazu, als Zeuge auszusagen. Wir können nichts anderes tun. Okay. Ihr müsst Aldos finden. In seinem Zustand ist er eine Gefahr für sich und andere. Wenn das die Kaserne ist, dann muss es ja irgendwo hier sein. Ne, das ist der Kerker. Das sieht zu normal aus. Dann öffnen wir das hier. Hep. Hep. Na, verdammt. Ich muss jetzt wieder so ins Dietrich reinkommen. Was für ein Level sind wir denn? Denn mit Level 10 habe ich was ganz Besonderes vor. Etwas. Oh. Wisst ihr, wie leicht ich ihn jetzt töten könnte? Und es würde kein Schwein erfahren. Was erfahren? Ich weiß nicht. Oh. Man guckt nicht fremde Sachen rein. 6 Gold. So hält das doch einer. Ihr nutzloser. Kommt schnell, hier ist ein Räuber. Krass. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Ja, ich bezahle. Das ist das. Geil. 5 Kopfgeld. Ich habe 6 Gold. Ich habe 1 Gold Verdienst gemacht. Das ist egal. Nachrichtenbürger. Ja, ja. Bringt euer Gerüchte. Wer nach Arbeit sucht, soll. Ja, ja, ja. Wiedersehen. Hep. Hep. Ja. Ich laufe schon. Lob. Nein. Oh. Hallo. Das ist doch ein Zwergenhelm. Bitte fahrt fort. Die Eileiden-Ruinen? Das Wichtigste ist. Na, nichts Interessantes. Seht euch vor. Da hat sich aber jemand gemütlich gemacht. Zwar manchmal kalt, aber. Pff. Wach mal auf. Bist du nüchtern? Wer seid ihr? Dein Vater. Seitdem Ulrich Leland hat die Wachen. Wer die. Ah, der. Diese Kanaille will mich aus meinem eigenen Haus werfen. Dem werde ich's zeigen. Niemand legt sich mit einem Otran an. Ich bin eigentlich nur hingefallen. Vielleicht habe ich mich auch kurz in der Taverne erbrochen. 6 Mal lasst ihr mich zahlen, Ulrich? 6 Mal? Bandit? Nun, das erdulde ich keine Minute länger. Kommt mit und ich zeige euch, was Otrans alles können, wenn man sie in die Enge treibt. Ich zitiere mal ein Gnom aus World of Warcraft. In Enge getriebene Eichhörnchen können zu gefährliche Bestien heranmutieren. Hier scheint es wohl statt Eichhörnchen Dunkelelf zu sein. Ich bin zu langsam. Was jetzt? Ah, verdammt, nicht Steam öffnen. Wir sind Level 6. Ah,
Das ist mein Haus. Geht mir aus dem Weg. Los, bewegt euch! Dieses Anwesen wird hiermit im Namen des Grafen von Chardinal beschlagnahmt. Räumt sofort das Gelände. Ich sagte Bewegung. Oder bei meinen Ahnen, ich ramme euch unangespitzt in den Boden. Ich muss euch warnen. Das Bedrohen eines Soldaten der Stadtwache ist ein Vergehen, das mit 50 Goldstücken geahndet wird. Zahlt oder geht ins Gefängnis. Lydian, wie könnt ihr es wagen? Ulrich sei verdammt. Er kann sich diese Strafe sonst wohin stecken. Ihr seid gewarnt. Ihr seid hiermit verhaftet. Kommt mit mir mit. Ich gehe nirgendwohin, Ganove. Nirgendwohin. Vorsicht, sie sind auch Unschuldige. Alles Urtran ist von einem Chardinalwächter erschlagen worden. Toll. Er hatte mich zu seinem alten Haus geführt, wo er sich ein hitziges Wortgefecht mit den Wächtern lieferte. Während des Streits zog Aldous ein Messer und wurde vom Wächter niedergestreckt. Es. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist alles nur halb. Geht weiter, Bürger. Hier gibt es nichts zu tun. Ach ja. Was war denn das gerade? Ihr habt gesehen, was geschah. Ich hatte keine andere Wahl. Aldous hat mich angegriffen und ich musste mich verteidigen. Wenn es euch nicht passt, wendet euch an Ulrich. Okidoki. Bitte weitergehen. Mach ich auch. Ich geh mal... Kann man hier rein? Hallo. Stimmt etwas nicht? Euer aschfahles Gesicht macht es mich glauben. Was? Ich sehe aschfahl aus? Ja, ich bin schon etwas blass. Was ist los? Aldous Otra. Oh nein, Sie haben ihn getötet? Yep. Das glaube ich nicht. Seit seine Frau von Banditen ermordet wurde, ist sein Leben ein Jammertal gewesen. Habe ich gesehen. Er war mir ans Herz gewachsen. Ich wollte ihn in mein Haus aufnehmen, aber ich hatte Angst. Doch seht, was aus ihm geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ulrich muss weg. Genug der Worte. Jetzt müssen Taten her. Ihr müsst etwas für mich tun. Geht zu Ulrich und sagt ihm, dass ich belastendes Material gegen ihn habe. Sagt ihm, er soll allein kommen, sonst drücke ich damit nicht raus. Bringt ihn dann her und überlasst den Rest mir. Um den... Hier wird sich Ulrich nicht wieder rauswinden. Er soll zahlen, das schwöre ich. Stimmt etwas nicht? Euer aschfahles Gesicht macht es mich glauben. Ich hab doch schon mit dir geredet. Ist denn noch jemand gestorben? Bei mir weiß man ja nie. Man, hier wird man ein wahrer Athlet. Dabei wollte man sich doch hier durchmetzeln und töten und metzeln und essen und furzen und pupsen und kotzen und let's playen und so. Ich spüre Ulrichs Augen auf mir, also fasst euch kurz. Ich werf mein Auge auf dich. Wir müssen dieser Farce ein Ende bereiten. Aldous Tod soll beklagt werden. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Unschuldige hier kaputt gemacht werden. Etwas muss geschehen, ohne dass dabei Blut fließt. Unschuldige kaputt machen, wie geil. Levana war immer schon heißblütig. Ihr müsst ihren Plan überdenken. Er kann für sie nur ins Gefängnis führen. Und für euch. Bei meiner Seele.